Als nächstes lernen wir noch eine fortgeschrittenere Version des Shuffle Blues kennen und verbinden das mal am Ende mit unserem Robert Johnson Turnaround. Und dann zeige ich im nächsten Video noch eine Akkordbegleitung dazu. Ich fange wieder mit dem einfachen Turnaround als Pickup an. Also folgende Figur gespielt. Hier wieder den zweiten Finger auf dem zweiten Bund auf der D-Seite. Dann zweimal diese beiden A- und D-Seite angeschlagen. Wieder abgedämpft mit dem Handballen, wie alle unsere Shuffles. Dann nur einmal in den vierten Bund und wieder zurück zum zweiten. Dann auf den kleinen Finger auf den fünften Bund. Zurück zum zweiten. Und jetzt hänge ich noch die Figur auf dem dritten Bund und auf dem vierten Bund auf der A-Seite dran. Das sind die kleine und die große Terz des Akkordes, sodass ich hier eigentlich alle Töne des Akkordes auch drin habe. Grundton, Quinte, Sechste, kleine Septime und die kleine und die große Terz, die ja im Blues oft nacheinander verwendet werden. Ich spiele das ganze Stück mal in der langsamen Form, unser Turnaround aus der vorherigen Lektion als Pickup. Ganz am Ende des Stückes habe ich noch ein Ending gespielt diesmal. Oder man spielt eben den Turnaround.